Ich dreh am Rad. Oh mein Gott! Holy cow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Heftig! Yo! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Roblox-Video und willkommen! Also heute tatsächlich. Danja. Heute tatsächlich freue ich mich, dass du dabei bist, Danja. Echt? Dankeschön. Ja, ich freue mich wirklich, weil wir haben heute einen super großen. Ja, jetzt redest du schon wieder zu viel. Kannst du jetzt mal wieder ruhig sein, bitte? Du redest doch die ganze Zeit. Ja, aber ich wollte was ankündigen. Dann kündige doch mal los! Ja, wir Leute testen heute mal, also heute ist der große Adopt-Me-Test, also der große Adopt-Me-Egg-Test. Wir werden heute die Eier hier testen bei Adopt-Me, wo die Pets rauskommen. Und zwar, Danja, geht es heute darum, dass wir von jeder Art heute zwei Eier holen, okay? Zwei Eggs. Okay, und dann gucken wir, wo die besten Sachen drin sind. So in der Art. Und wir möchten einfach mal testen, okay, wo besteht eigentlich die höchste Wahrscheinlichkeit oder die beste Chance, gute Pets rauszubekommen. Ich meine, alle Pets sind gut, aber es geht um die Seltenheit, okay? Okay, dann schauen wir das direkt mal los. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mir natürlich auch was vom Desert-Update gegönnt. Gegönnt? Eine kleine Gönnung? Hast du da eigentlich auch diese Scarabs? Ja, ich habe zwei so Scarabeus-Käfer. Welche? Zwei große schwarze Scarabeus-Käfer habe ich. Ah, okay, Giant Black Scarab. Hast du die auch? Ja, ich habe einen. Ach so, okay. Danja, wo bist du denn gerade? Bei der Nursery. Ach, hast du dich... Warum teleportierst du dich immer dahin? Ich bin gelaufen. Ja, natürlich bist du gelaufen. Aber du kannst ja schon mal... Warte, nein, du wartest bitte auf mich, okay? Du wartest bitte auf mich. Ich warte hier. Ich stehe hier rum und ich warte. Was sagst du eigentlich zu diesem Update? Ich meine, du hast dazu ja ein Video gemacht. Du hast ja ich habe dazu... Genau, ich habe im Stream drauf reagiert. Was war deine Meinung? Ich bin nicht ganz so begeistert, muss ich sagen. Also, okay, wieso nicht? Ich hätte halt so ein bisschen mehr erwartet. Also erstmal habe ich kein 3-Tage-Update erwartet. Es war ja nur 3 Tage irgendwie online oder so oder nicht mal. Und... war es halt so, die komplette Map war dann halt so verwüstet und dann war halt unten war dieser Shop. Aber es war halt wieder, es war wieder in Anführungszeichen nur ein Update, wo man halt Geld ausgibt. So. Und das fand ich halt jetzt nicht so nice. Ja, für die Leute, die gerade hier mit bei Adopt Me sind, hallo, ist glaube ich jetzt zufällig, war jetzt nicht geplant, aber hallo. Lass uns erstmal kurz die Eggs kaufen. Ich würde zum Update am Ende des Videos noch was sagen. Okay. Ich habe mir das natürlich privat so ein bisschen dann angeschaut. Habe jetzt kein Video dazu gemacht. Okay, Danja, von jedem Ei holen wir jetzt 2 Stück, okay? Ja. Klar. Dann hole ich mal eins davon. Und noch eins davon. Okay, dann holen wir uns 2 Pet-Eggs. Zweimal. Okay, ich habe alle. 8 Eggs sind das dann ja insgesamt. Okay, ich habe jetzt, also wo wollen wir sie denn auspacken? Und da würde ich dann gerne zu Fuß hingehen, weil dann würde ich da gerne was zum Update sagen. Okay, dann... Also du suchst direkt was aus. Ja, dann lass uns doch gerne anfangen, wo ich letztes Mal Glück hatte. Im Spielzeugladen auf der Wolke. Okay. Da hatte ich sehr viel Glück. Ja, okay. Also kurz zum Update. Also ich muss sagen, ich fand es eigentlich gut. Warum fand ich es gut? Wenn so welche Updates jetzt natürlich wöchentlich kommen würden, dann wäre das super. Ja, das würde ich extrem feiern, weil die Art und Weise, wie dann die Map und so auch verändert wurde, fand es eigentlich schon gar nicht schlecht. Also dafür, dass es so ein kurzes Update war, fand ich es eigentlich nicht schlecht. Aber es geht natürlich auch darum, wie oft das jetzt passiert. Wenn das einmal im Monat oder einmal im Jahr passiert jetzt gefühlt, dann ist das natürlich nicht gut. Ja, das ist es halt, weil es kam halt lange nichts mehr bei Adopt Me. Ja, aber ich habe auch jetzt letztens ein paar Posts und so gesehen, da hieß es, dass sie jetzt vielleicht wöchentlich aktiv werden wollen. Ich bin gespannt, ob das so sein wird. Und das wäre natürlich super, wenn jetzt wöchentlich Updates kommen würden. Muss natürlich nicht immer, ganze Map muss nicht verändert sein, aber sowas Kleines immer mal wieder zwischendurch, jede Woche würde ich extrem feiern. Ja, wenn sie jede Woche kleine Updates machen würden, wäre ja total fein, ne? Ja. Okay, du wolltest... ich will die Wolke. Ich muss auch sagen, es kam auch hier ein Kommentar, wo Danja runtergefallen ist, wo dann jemand einfach geschrieben hat, Danja übt für die nächste Obi. Ja, das hast du mir geschickt. Okay, ich würde Danja gerne mit dem Cracked Egg starten. Also auch in der Reihenfolge sozusagen nach oben. Ja, okay. Okay, und ihr könnt hier gerne natürlich zuschauen, die gerade dabei sind. Ne? Wie gesagt, ganz zufällig. Danja, du darfst gerne starten. Da bin ich mal gespannt, was jetzt bei dir rauskommt. Ich auch. Bin auch sehr gespannt. Könnte ja auch ein Einhorn sein, ne? Aber es ist kein Einhorn, es ist ein Hund!
Das fällt bei, also bei mir fällt dein Tier immer runter direkt. Ach, guck mal, da ist ein Kahn. Ja. Okay, gut, dann packe ich jetzt mal aus. Mhm. Na, da bin ich mal gespannt. Also, Imagine, ich habe auch schon Geschichten über das Cracked Egg gehört, wo gesagt wurde, hey, ich habe direkt was Cooles rausbekommen. Und ich habe eine Katze. Eine Snowcat, die ist... Eine Snowcat, die ist... Okay, die ist jetzt ungewöhnlich, ist jetzt nicht so krass. Ja, also der Hund ist ja common, also gewöhnlich. Ja. Deshalb ist es nicht ganz so gut gelaufen. Soll ich direkt das nächste Cracked Egg öffnen? Ja, mach mal, mach mal. Mach mal. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich auch. Also ich bin richtig gespannt, was da rauskommt. Ich liebe es! Ich kann es leider nicht sehen. Ich auch nicht, lol. Ein Bunny ist es. Es ist ein Hase, ein Häschen, ein Kaninchen. Okay. Gut. Ja, also bei mir wieder nicht ganz so starke Eggs tatsächlich. Wollte ich gerade sagen. Pets sind natürlich alle süß, aber wir gucken ja nach der Seltenheit heute. Ja, und bei mir ist es auch ein Hund. Ja. Also Cracked Eggs eher Reinfall gerade, ne? Ja, gerade schon, aber ich habe da schon Geschichten gehört, wo es halt auch schon besser lief. Dann ja, ich wäre dafür, dass wir jetzt mal zu einem neuen Platz gehen und zwar zu einem Spielplatz, okay? Okay. Weil ich habe das Gefühl, hier im Spielzeugladen werden wir nicht mehr so viel Glück haben. Das kann ich glaube, da sein. Ist unser Vielleicht Glück schon aufgebraucht. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben das ganze Glück, was wir im Spielzeugladen haben könnten, schon für das Einhorn verwendet. Ich glaube auch, ich glaube auch. So, es geht durch das Wasser. Also wie gesagt, zum Update, Leute, ihr könnt gerne natürlich auch eure Kommentare schreiben, aber ich fand es eigentlich ganz gut, ich fand es ziemlich cool, aber es muss halt öfters kommen. Das ist das Einzige. Also sowas in wöchentlich, dann könnte das nice sein. Ja, dann könnte Adopt Me vielleicht auch nochmal von den Spielerzahlen extrem nach oben gehen. Willst du auf der Bühne oder wo? Ja, auf der Bühne am besten. Ja, ist ein toller Vorschlag. Am besten hier. Und diesmal würde ich starten, okay? Okay. Wir versuchen es mal mit einem Pet Egg. Schauen wir mal, ob jetzt. So, da bin ich jetzt natürlich gespannt, was für ein Pet rauskommt. Mhm. Und es ist. Ein Shiba Inu. Oh! Das ist ultra selten, ne? Ja. Ja. Shiba Inu wow, ist gut. Okay. Shiba Inu ja, nicht schlecht. Gut. Also, ich habe jetzt schon drei Stück. So, dann kannst Guck mal, ja dann bald ist auch Neon da eine Maus. Oh, ich habe einen Büffel. Das habe ich lange nicht mehr gesehen. Büffel. Ja, aber der ist gewöhnlich tatsächlich. Okay, okay, verstehe. Okay, 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 okay. So. Aber das Ding ist, einen Büffel bekomme ich trotzdem voll selten, obwohl der halt gewöhnlich ist. Ich glaube, ich habe noch keinen bekommen. Okay. So, ich bin jetzt gespannt, Danja. Zweites Pet Egg. Oh. Ein Fennec Fox. Ein Fennec Fox. Auch gut. Auch gut, ja. Ist zwar ungewöhnlich, aber trotzdem feier ich. Das Ding ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass der Unterschied zwischen Pet Egg und Royal Egg gar nicht so stark ist, ne? Ich glaube auch, ich glaube auch. Ja, also bei Cracked Egg haben wir es jetzt... Also ich weiß echt nicht, was in letzter Zeit bei uns los ist, weil das, was jetzt kommt, mal wieder krass. Gemerkt, aber mal gucken. Mal. Oh mein Gott! Holy cow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Heftig! Tanja, ein Einhorn! Ich raste aus! Heftig! Ich raste aus! Oh mein! Heftig! Und ihr wart live dabei, Leute! Ein paar waren sogar live dabei. Oh mein Gott, Leute! Aus dem Pet Egg ist ein Einhorn gekommen! Oh mein Was? Gott. Krass! Oh mein also, Gott. Danja, auch der Spielplatz hat dir wieder Glück gebracht. Ja, oh mein Gott, mein zweites Einhorn. Krass, krass. Also, wie viele Wochen, Monate du probiert hast, Einhörner zu bekommen und jetzt direkt im zweiten Video. Ich dreh am Rad. Ja, los, komm, also, du solltest vielleicht auch ein bisschen rumgehen, dann kann man das Einhorn auch ein bisschen besser sehen. Ich kann gar nicht spielen gerade, ich bin total... Das ist krass. Oh, guck mal hier. Danja oh, hat einfach ein Einhorn ein aus dem Pet-Egg gezogen. Ein Einhörnchen, ich raste aus. Ah, ein Pet-Egg. Ein Schnuckelchen. Cool. Danja, ich hätte das echt nicht erwartet. Also, krass. Jetzt fehlt für das perfekte Video natürlich wieder nur der Drache. Der Drache, dann wäre okay, ideal. Danja, ich würde gerade sagen, also gar nicht zu lange drauf, also dran aufhalten. Ja, ich würde sagen, wir suchen direkt einen neuen Platz. Ja, nehmen wir, soll ich wieder was vorschlagen? Ich hätte einen letzten Vorschlag noch, danach kannst du. Okay. Wie wär's, wenn wir hier in diesen Babyshop reingehen? Okay. Krass, Danja hat schon wieder ein Einhorn, das gibt's ja nicht. Schon wieder ein Einhorn, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Heftig, heftig. Okay, du darfst gerne als erstes. Krass! Huh.
Was für eine Aufregung. Eine Hydra. Nice. Hydra ist ultra selten. Ich finde den richtig cool. Ja, die ist auch cool. Sieht ein bisschen witzig aus. Hydra habe ich letztes Mal zum ersten Mal gesehen und ich dachte, das wäre richtig krass, aber es ist auch richtig krass. Es ist ultra selten. Ich würde mir auch eine Hydra wünschen. Okay, dann mal schauen, was bei dir drin ist. Vielleicht ist ja ein Phönix drin. Oh nein, ein Wolpertinger. Okay. Ja. Ja, okay, der ist gewöhnlich. Okay. Danja, okay, Nummer 2. Ja, ich packe aus. Let's go. Bestimmt ein Goldhorn. Das wäre schön, aber ich habe viel Glück. Nein, es ist ein Yeti. Ein Sasquatch, kein Yeti, pardon. Ja, der Sasquatchy. Sasquatch. Okay. Sasquatch. So, was ist bei dir drin? Bei mir? Noch ein Wolpertinger. Der verfolgt nicht dich schlimm, jetzt, der aber beim Mythic Egg hatte ich jetzt auch nicht so die Hoffnung, dass wir da was super Heftiges bekommen. Ja. Danja, du darfst jetzt für die Royal Eggs, darfst du dir gerne jetzt noch was aussuchen. Für die Royal Eggs, finde ich, könnten wir auch ganz royal ins Luftschloss gehen. Okay, let's go. Also, finde ich, passt irgendwie. Na? Ja. Ich finde, passt. Für so ein Royal Egg sollte man schon einen Ort auswählen, der der Situation angemessen ist. Bezahlst du den Flug? Aber natürlich, ich gebe aus. Sehr schön. Ich gebe eine Runde aus. Ja. Ich glaube, das beste Ei tatsächlich ist das Pet Egg. Meinst du? Ich glaube schon, weil ich habe schon so viele Geschichten jetzt gehört und jetzt auch bei dir miterlebt mit dem Einhorn. Hm. Ne? Und natürlich, Leute, ihr braucht das nicht machen. Wir machen das natürlich für euch. Wir machen die Tests für euch. So, und weißt du was? Hier ist die Kobra mittlerweile, okay. Achso, ja, damals, die ist die ganze Zeit hier eigentlich. Also eigentlich würde ich ganz gerne noch... Willst du noch eine Potion trinken vorher, oder was? Nein, ohne Potion. Potion ist dann vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Danja, soll ich starten oder willst du starten? Du fängst an. Okay, let's go. Dann probiere ich's mal, Leute. Komm schon, Drache. Schon, ich brauche einen Drachen! Sei was Gutes. Ein Shiba Inu. Und damit habe ich jetzt schon 4 davon. Das heißt, ich kann einen Neon-Pet machen. Okay. Ich bin zufrieden. Ist in Ordnung. Ist doch kein Drache, aber ich habe noch eine Chance. Und Danjas Eier zählen ja auch. Ja. Ah, ein Biber. Aber die kommt ziemlich oft bei dir, ne? Bei den Royal Eggs. Ja, irgendwie schon. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe das manchmal so, dass mich Pets verfolgen. Das ist ein bisschen weird. Okay, ich versuche jetzt mal... mein letztes Royal Egg hier aufzumachen. Ja, wir schauen dir alle zu. Und ich habe das Gefühl, Danja, das wird jetzt ein Drache. Ah, ja, es ist ganz eindeutig ein Drache. Oh. Ein Drache. Ich muss sagen, ja, klasse, ups. Danja. Sehr gut. Oh, wisst ihr was? Ich mach das Ding hier unter der Treppe auf. Das wird dann Harry Potter Pet. Okay, mach das. So, jetzt bin ich gespannt, wenn das wieder ein Einhorn ist, dann ist krass. So, also, ein Harry Potter Pet. Guck mal, es ist wirklich. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Khan, es ist ein Drache. Es ist. Yo! Nee, doch nicht, oder? Oder? Warte mal. Hä? Warte mal. Nee, doch nicht. Oh mein Gott, es hat gerade einfach jemand gleichzeitig einen Drache ausgepackt und ich dachte, das ist der Drache. Was hast du denn jetzt? Es ist ein Schokoladenlabrador, aber es hat gerade einfach jemand den Drache ausgepackt, dass das gehatcht ist und ich dachte, das ist ein Drache. Danja, was soll das? Es tut mir leid. Hä, du hast gerade den Drache ausgepackt. Nein, mein Drache war die ganze Zeit draußen. Ach so. Ja, der flog da plötzlich genau dahin. Ja, es ist leider doch kein Drache. Ja, okay, nicht schlimm. Aber wir haben heute beim großen Adopt-Me-Eier-Test, beim Egg-Test, haben wir tatsächlich gesehen, Leute, ich glaube, also ich, wie gesagt, auch durch die Geschichten, die ich gehört habe, würde ich sagen, dass das Pet-Egg sich am meisten lohnt. Ja, weil es halt nicht so teuer ist wie das Royal-Egg. Und es ist halt, also die Chancen finde ich jetzt halt nicht so krass anders tatsächlich. Aus diesem Grund können wir eigentlich sagen, wenn ihr ein bisschen, also wenn ihr wirklich Eggs kaufen wollt und das ist euch überlassen, ne, dann glaube ich, ist das Pet Egg momentan die beste Entscheidung. Ja, denke ich auch, denke ich auch. Dann hat wieder ein Einhorn bekommen, das war ja wieder sowas von klar. Und dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren und auch gerne die Glocke aktivieren. Ich sag tschö. Tschö.